Well, well, if it isn't the slaves and the traitor, I don't remember giving you permission to enter the palace. So it's true. You really are the one behind all this, Kel'Thalik. I don't remember giving you permission to speak either. Know your place, slave! Now we see his true colors. Yeah, a despicable excuse for a human being. Though really, I guess that makes him pretty ordinary, huh? Kel'Thalik, you were Lord Dohalim's most trusted advisor. His closest ally. Why would you betray him? Don't be a fool! I didn't serve him because I wanted to. I expect a mere slave would know, but there are many powerful contenders for the position of Lord. A contest of strength determines the one who will be Lord and undisputed ruler of a realm. There is no choice in the selection. If my master had any ambitions of becoming the sovereign, I would have gladly served him. But he had no intention of fighting for the crown. Indeed. Can you slaves even imagine how that looked to the rest of us? Enduring the whims of an ambitionless lord, all we could do was wait for the end as we suffered through our humiliation. You want suffering? Try being Danon for a day. So you plotted against Lord Dohalim in secret. And when my brother found out... And I would do it all again if it meant returning Menancia to its rightful state! A realm where Danons are slaves and Renans their masters. It's the natural order. Enough! Who are you to decide what is natural or rightful, traitor? Migul. My brother. He dreamed of building a world free of suffering. He gave his life for that dream. And all you've managed to build is a lake of death. You killed my brother! And now you'll die for it! Kämpfe jetzt gegen beide? Nee. Nur gegen Venoflage. Why should I concern myself with the passing of one pathetic slave? Have you no shame? Oh, it can hide sich dadurch. Oder bewegt sich einfach nur recht schnell. Oh wait, da ist Weak Spot. Das ist gemein, dass er Weak Spot außerhalb der Kampfarena hält. Pack deinen Schwanz wieder in die Arena. Ich will draufhauen. So witzig. Listen carefully and keep your eyes peeled. Einfach kaputt hauen. Sieht so witzig aus, wie der rückwärts läuft. So richtig, ich weiß nicht. Dumm. Hat er mich gerade angefurzt? Ja, nur Pech für dich, dass ich immun bin gegen Gift. Kommen Sie her. Ich höre einfach weiter auf deinen Schwachpunkt. Oh, cool. Oberlimit. Hast du Bock auf Mystic Art? Ja, hat sie. Der Ersatzlord schickt auch noch einen Ersatz in den Kampf, ja. Wobei, wir hatten eigentlich unser Lord Battle. Wir haben ja gegen Dohalim gekämpft. Nice. Der Kernbrecher ist drin. Nö, nicht weglaufen. Macht der einen Zauber? Nee, ne? Nur müssen wir aufpassen, ob er überhaupt Zauber macht, aber er spuckt nur diese kleinen Viecher die ganze Zeit, während er nach hinten läuft, wie so ein Idiot. Jetzt furzt er wieder. Macht ein bisschen Schaden, wenn ich daneben stehe, aber es vergisst mich zumindest nicht. Zack. Dann ist da wieder erstmal draufhauen. Yeah, let me help.
Ja, ich finde es auch sehr schön, dass die NPCs auch ihre Sachen auch richtig ausnutzen. Oh, ich habe ihn umgehauen. No, nicht weglaufen. Hast du eigentlich eine Schwäche? Weiß ich nicht. So, sind schon mal bei der Hälfte. Einmal draufhauen. Und weiter geht's. Ich hau weiter auf den Kern drauf. Oh, irgendwas macht er. Au! Ich hab angeschrien, der Sack. Oh, jetzt rennt er rum wie so ein Idiot. So. Ich glaube, das war einfach so das perfekte Beispiel für Mach mal, Kizara. Oh, nice. Kernbrecher. Was eigentlich brauchen wir hier? Ich kann auch eigentlich den noch machen, ne? Mal draufhauen. Und zaubern tut er eh nicht. Er macht den dann eh automatisch sofort dann. Zaubern tut er ja eh nicht. Ja, ja. Schion? Heil dich. Weißt du, die ganze Zeit über hat er keinen einzigen Zauber gemeint, ne? Gemacht. Und jetzt, wo er einen macht, da habe ich gerade mein... Schau ich mich schon wieder so an. Da habe ich gerade mein Ding weggehauen, ne? Bleib mal stehen. Kann ich seine Fürze eigentlich anzünden? Das wäre irgendwie witzig. Huch, was ist denn jetzt für ein Effekt? Achso, ich bin paralysiert. Oh, Kizara ist tot. Trank des Lebens. Da. Oh. Und einmal ein Pfirsich für Kizara. Oh, ich bin den Gift geschützt. Doch. Oh, cool. Hast du auch. Nein! Okay. Das sah auch schon wieder sehr stylisch aus. Nein, furz mich nicht schon wieder an. Oh, boah, jetzt sehe ich auch. Es hat sich seine Farbe geändert, sein Angriff. Vielleicht jetzt nicht mehr gelb, nicht mehr grün, sondern gelb. Guck mal, jetzt kannst du gerne Zauber machen. Jetzt habe ich, hier, das ist auch bereit dafür. Oh, ich sehe gerade, warum wir auch nicht weiter geheilt werden. Ups. Kommst du jetzt wieder durch? Portest dich kurz weg. Und fängst jetzt an, die Welt wieder rumzulaufen. Nice. Oh, da sogar die Kernbrecher direkt gleich mit. Wir haben ihn auch gleich. Nur noch ein bisschen. Und weg. Der konnte nix. You filthy slaves are despicable. Your dreams of attaining lordship are no more. Give up, Kelzalik. Attaining lordship? Ridiculous. Only those who possess a master core can become a lord. What, did you think just anyone could do it? But then, what were you trying to accomplish with this? Didn't you betray your lord? Yes, that's true. However, there are other lords. Other lords? So you mean... At last, the truth is revealed. Dohalim, where have you been this whole time? Cleaning up. Kelzalik, you've made your last of these. The fruit of Helgen? They can't be. You found my production facility? Correct. And I tore it down. Ooh. But something still troubles me.
It's clear that this is no ordinary fruit. Nor was the equipment used to grow it. You couldn't have done all this without outside assistance. Indeed. Something like this must have come from another realm. Mahatsar, perhaps? You actually expect me to talk now? At this point, the contest for the crown will be over soon enough. And you will finally receive the punishment you deserve for your weakness. I've already received my punishment. May this be my final act, as the Lord of Eldermen and Zia. Go. To Mahatsar, Ganeth Haros, wherever you think you'll find a suitable lord. Are you all right with this? He killed your brother, after all. He did. But then I thought, he's nothing more than one common, ordinary Renan. He's not worthy of my time or my anger, right? So after everything, was the dream of coexisting just a dream? What is that? Those are the cheers of the brave Danans who overpowered Kel'Zelik's forces. Wait, they challenged the Renans? Indeed. A militia made up of Danan guardsmen, Renan supporters, and of course, the Gold Dust Cats. Do we have you to thank for bringing them all together? Regardless of what your original motivations were, your dream of coexistence saved countless lives. And now, those people out there are fighting to keep that dream alive. That's something real. Be that as it may, they do so now by their own hands. These people no longer need any lord. Where are you going? To put an end to the crown contest. So long as its madness persists, peace will remain ever out of reach. I cannot allow it to continue. The crown contest impacts far more than just the Danans. You're choosing to fight Lenegas and the entire Empire. I am well aware. However, if I wish to keep this dream from dying, then I have little choice in the matter. Besides, it's the least I can do. So, you're gonna go out there and make that dream real on your own? You may be decided on your path, but that doesn't make it any less difficult. Why not walk that road with us? Pardon? You heard me. We're fighting to liberate the Danans, and you're fighting for the people of this realm. I'd say we're on the same path, really. It would only make sense for us to walk it together. Danan dissidents, side by side with a Renan lord? Not the least intriguing invitation I've received. An invitation which would only be proper courtesy for me to accept. I'll take that as a yes. Hey, where'd Kisara go? I don't see her anywhere. Maybe she just needed some time alone. A lot's happened. That makes sense. She did just lose her brother, after all. We ought to keep moving as well. So long as there are lords who draw breath, we have a mission to complete. Kisara's a big girl. I'm sure she can handle herself. We should hurry on ahead to our next destination. I guess you're right. And it is a lot safer here than it was. What do you think, Dohalim? I am not sure I have the right to say anything as far as Kisara is concerned. Fair enough. Well, I, for one, would like to say goodbye if we get a chance.
Let's keep an eye out for her as we leave. Yay, wir sind mit Doralim befreundet und Kisara die Gruppe verlassen. Und der Meisterkern der Erde. Und ein Rezept für Käsefondue. Okay. So, Doralims Talent, Staberweiterung. Nach einem perfekten Ausweichmanöver schärfen sich Doralims Sinn und sein Stab kommt in Schwung. Dies erweitert seinen Angriffsradius erheblich. Das erinnert mich so ein bisschen an das von Leia. Die hatte das ja auch so ähnlich. Auch seine Durchdringung erhöht sich, wodurch ihr Gegner öfter unterbricht und kritisch trifft. What's Kisara going to do now? Wobei sie keine Erfahrungspunkte bekommen. Irgendwie fehlt da unten ein S, oder? Da steht einfach nur Kisara verschwinden. Okay. Where did Kisara run off to? You don't think she took off after Kelsalik, do you? No. Nagal entrusted her with his dream. She wouldn't do something reckless like that. Right now, I think she just needs time to think. What she does from here on out is up to her. She has to be the one to decide. Haben wir den auch hier schon? Ah ja, da. Ist auch im Team. Was hat er denn für Ausrüstung? Den Pulkstab und Ilkaras Traditionsrobe. Was hat er überhaupt für Arzt? Moment, lass mich erst mal kurz mal gucken. Oh, er kann Heilung. Das ist praktisch. Unwetter, Tornado, Antrieb, unfassbare Gottheit. Okay, und der Stalagmit. Ah ja, Moment, dann kann ich dir ja auch das hier geben, was Erdschaden verstärkt. Wie sieht die Fähigkeitenmatrix bei ihm aus? Was fehlt da noch? Gegner und Novizen-Einzeltraining. Hat jeder das eigentlich mit dem Novizen-Einzeltraining? Ja. Gerettete NPCs. Sie nicht. Hast du das? Eulen, Objekte, Novizen-Einzeltraining. Hier wird jeder außer Shion das. Na gut, was hast du denn? Maximaler AL ist drin, Katapult, Löwenherz, schneller AL-Wiederherstellung, perfektes oder einfacheres, perfektes Ausweichen. Das wäre für seinen Stab eigentlich ziemlich cool. So. Oh, Negative Gate. I take it. Und Auferstehung. Nehmen wir genauso gerne. Einfacheres, perfektes Ausweichen. Okay. Luftdruck. Okay, kann man auch nehmen. Genesung. Ich nehme mal einfach noch einfacheres Ausweichen. Erhöhter kritischer Schaden ist auch gut. Und joa. Also ihm steht die Sonnenbrille auch. Oder wir nehmen einfach die Brille. Die steht gar keinem. Okay. Dann ist unser Ziel erstmal zu gehen. Dann gehen wir einfach mal erstmal Richtung Ausgang der Stadt und schauen mal, ob einfach noch was dann kommt. Bin auch mal gespannt, wie der sich so spielt. Also er hat halt Arts, also Nahkampfarts und auch Magie. Also vermute ich mal, er geht wahrscheinlich so vielleicht so ein bisschen Richtung wirklich wie Leia aus Xillia. Ja, hier kam es Doralim. Mit so einem Ticken Magie, den er nebenbei noch machen kann. So ein kleiner, quasi Kratos, aber mit Stab einfach. Der kann Nahkampf und der kann Magie. Er ist also ein magischer Stabkämpfer. Wieso macht die den Chopper? Wie konnten sie nur? Sie hat mich gerettet. Ich bin mir nicht sicher, was passieren würde, wenn ich sie beschütze und ich wurde dafür verhaftet. Aber sie kam halt aus der Sache raus und ich lebe noch. Alles gut. Übrigens, warum habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden? Bilde ich mir nur Dinge ein? Dead Love Story. Still better Love Story than Twilight. You all arrived here from Cislodia, yes? In that case, you should depart via the South Gate, rather than the one you arrived through. Okay. Dann gehen wir zum South Gate. Bin ich hier richtig? Nein. Das Verstecken muss sie aber noch üben, ja. Deswegen meine ich ja, sie macht den Chopper. Der versteckt sich auch so praktisch.
sieht es eigentlich aus mit Sidequests? Nichts, okay. Schauen wir mal, was hier passiert. Wahrscheinlich kommt Kizaru jetzt eh so an und meint so, ich komme mit euch. After all that, Kisara never came back to see us. I'm surprised she slipped away without us noticing. Where would she even go? I hope this place survives. You think the Danons and Renans have a chance of getting along? We didn't really do much to change things around here, did we? This realm had its own walls to overcome. And in the end, it was the people themselves who decided to break them down, without any help from us. I hope they keep going. I really do. Yeah, well, if you say so, I guess. Huh? All right. I leave command of the Gold Dust Cats in your hands. You've got nothing to worry about, Kisara. I'll do your brother proud. Looks like it's time to go. Take good care of Zare for me. All right, Lagiel? You've got it. Stay safe, Kisara. Ich habe auch gedacht, sie redet mit der Katze. Und war dann verwirrt, als sie anfängt zu reden. Did you come to say goodbye? Actually, I was wondering if you could use another companion. Huh? Well, we certainly don't mind you coming along. We just figured you'd stay behind and help rebuild. These people could use you. I thought much the same thing. However, in the end, something changed my mind. Ever since Migal died, I've been thinking a lot about where I went wrong. What I should have done differently. You know, that sort of thing. It's true that our dream of coexistence saved many Danon lives, but we were naive and short-sighted. I was so wrapped up in my idea of how things should be that I didn't see the problems that existed right in front of us. I thought we had been given a utopia. And so I never bothered to look too far past its surface. I chose to be ignorant. And because of that, because of me, my brother. Migal's death wasn't your fault, Kisara. Perhaps you're right. But in the end, it was me he entrusted this dream to. I learned that nothing in this life is free, or gained without sacrifice. Now that I know that, I'll just have to figure out what else I don't know. So, decided to join us? I have. And hopefully I can continue to protect Eldamin and Sia from outside the dream world, for the sake of those still inside. And here I thought you joined for an opportunity on my life. In all honesty, I'm grateful to you. I truly am. I don't blame you for what happened. But I must also leave your service. No longer will I be defined by protecting a Renan lord. From now on, when I fight to protect my dream. All I ask is that you do your part, that you fight alongside me. Not just for those who used to believe in your dream, but for those that still do, Dohalim. Hmm. I understand. I'm no longer a lord anyway. Well? This crew just gets bigger and bigger. All right, where to, team? We make for Mahag Sar, the Valley of the Four Winds. Hey.
Kameraden in Freiheit. Und wir haben noch Rezept für Gnocchi bekommen. Und Rezept für Blattfisch. Und noch eine Fähigkeit-Matrix. Eine Fertigkeit-Matrix für Elfen. Ah. Wofür? Okay. Oh, Merl. Was denn? Danke für die richtige. Ich hab's auch. Ich hätte es auch einfach Gnocchi aussprechen können. Aber ich wollte es schon richtig aussprechen. Ich glaube, die Überlimit-Verlängerung klingt gut. Dann muss ich die nicht sofort raushauen. So. I'm amazed how easily you can move such a giant shield around like it's nothing. Really? It's not actually as heavy as it looks. It's really reassuring to have someone like you protecting us, though. You know, I guess I never realized it before. But looking back, I've always been the sort to put myself in harm's way to protect those around me, even before I joined the Eldermen and Sea Guard. So, in a way, using this shield to keep you all safe feels like it's what I was meant to do. You don't need to worry about protecting me. I don't plan on relying on you. That's okay. It doesn't matter if you do or not. I don't protect people because they ask me to. I do it because I want to, and because I think it's the right thing to do. That goes for you too, Dohalim. Me? Yes. You see, you and I both want the same thing. We have the same goal. That means it's in my best interest to continue to protect and keep you safe as well. Even now. I'm not sure how much protecting I'll need either, but I appreciate the thought. I'm sure you'll do us proud, Kisara. Right. You can all count on me. Ich find's übrigens sehr schön, dass sie ihn jetzt nur noch Dohalim anspricht und nicht mehr mit Lord. Dass es jetzt wirklich eher so eine, ich sag mal, eine freundschaftliche Ebene ist und nicht mehr dieses Meister und Wache. Das ist cool. Und wie locker sie einfach mit ihm spricht. Und dass sie ihm nicht die Schuld gibt. Weil er hatte im Endeffekt auch keine Schuld. Er war vielleicht ein bisschen ignorant. Aber er hat eigentlich nichts falsch gemacht. Er wollte einfach nur easy leben. Gut, aus seinen egoistischen Gründen, aber er hat ja trotzdem guten Stuff damit gemacht. Die Scheiße hat er Kelselik gemacht. Dohalim did nothing wrong, ja. Das war echt nice.